Hallo, fröhlicher Montag. Es ist der 29. und morgen spreche ich bei einem Rotary-Club, Northern Allegheny Rotary Club oder etwas ähnliches. Also eigentlich ein bisschen weiter entfernt von meiner Arbeit. Es wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Ich bin eben nach Hause gekommen und habe gesehen, dass meine Karte auf meinem Computer Tüte gekotzt hatte. Also habe ich das eben sauber gemacht. Und ja, er ist jetzt draußen. Ja, ich habe noch Hausaufgaben heute Abend zu machen und so ein bisschen vorbereiten für morgen, aber eigentlich nicht so viel. Ich fühle mich, als ob ich so sehr bequem mit diesem Sprechen jetzt bin. Und es ist immer eine gute Zeit bei den Clubs. Die Leute sind immer so ganz nett und die haben gute Fragen, sind sehr willkommende oder ich weiß nicht, welches Wort dazu passt. Aber ja, morgen wird gut sein. Das Wetter ist auch immer noch schön. Es ist ein bisschen kalt morgens und dann schön nachmittags. Aber ja, heute Abend muss ich Mühe geben für meine Aufgaben. Und sonst habe ich voll viel Lust, Videos zu schneiden, aber doch muss ich auf meine Aufgaben fokussieren. Ja, melde mal morgen oder so. Tschüss! Hallo, ich bin an Hausaufgaben für die Uni und ich lese mein Buch, Mein Jahrhundert von Günter Grass. Und also in den letzten Wochen finde ich irgendwie, das Buch ist total schwierig. In dem Buch hat jeden Kapitel ein anderes Thema. Also es gibt nur 3 bis 5 Seiten oder so von diesem, ja, diesem Kapitel. Der nächste Kapitel ist noch ein Thema. Ich finde das irgendwie schwierig zu verstehen. Ich verstehe vielleicht ein bisschen oder ich muss Wörter nachschlagen und dann der nächste Kapitel geht um etwas total ganz anderes. Letzten Quartal, also Term, also im Winter, haben wir ein Buch gelesen, aber das war ein Thema, ein Buch und es ging um so eine Geschichte. Zuerst habe ich gedacht, dieses Buch wäre total interessant und sehr faszinierend zu lesen, um die Geschichte des Jahrhunderts zu lesen und zu lernen. Jedes Thema wechselt ganz schnell und ich kann das nicht so gut fassen bis zum nächsten Kapitel. Das finde ich voll schade. Es war eine interessante Idee. Wir haben andere Sachen wie Videos oder Artikel im Internet zu lesen und ja, also ich glaube, ich werde schon viel lernen und ich lerne von meinen Kollegen. Wir alle unterhalten miteinander in Diskussionen und Forum und so. Ja, ist ein bisschen enttäuschend. Also, ich habe eben bei Northern Allegheny Rotary Club gesprochen und es war total gut. Ich gehe gleich wieder nach der Arbeit und ja, die waren ganz nett. Es gab so ungefähr 8 Leute oder so und ja, war sehr erfolgreich. Gute Fragen, wie normal. Und ja, sehr schön. Guck, alle diese Blumen auf diesem Bäumchen, die sind total wirklich schön. Das Licht ist eigentlich nicht so gut jetzt, aber ja, es ist sehr schön. Die sind total voll und die sind größer geworden. Oh ja. Kürzlich hatten wir alle diese, die war total gelb, es heißt Forsythia. Also, die sind total gewachsen. Kürzlich waren sie so gelb und das wurde abgeschnitten ein bisschen. Aber ja, das wird vielleicht besser wachsen und ja, wir warten noch. Und diese schönen Violetten, die sind immer noch da. Dieses Hügelchen, es hat diese Stöcke und die sind eigentlich noch ein bisschen grün und jung und deswegen gibt es diese Blätter, die wirklich lebendig sind. Sehr lustig. Und ich sehe meine Cilantro nicht, aber es gibt eigentlich andere Sachen. Ich weiß nicht genau. Vielleicht wächst die Cilantro. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das es. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das. Vielleicht ist mal das.
Ich weiß nicht genau. Wir sehen bald, hoffentlich. Ich freue mich riesen. Ich bin so froh, dass wir alle diese grüne Sachen haben. Die sind hier aber tot, aber das ist okay. Aber ja, alles wächst und es wird langsam grüner und schöner. Es ist wirklich wunderbar. Also Frühling ist wirklich wunderschön und ich bin sehr froh, dass alles grün wird und dann wir kriegen alle diese Blumen und so und mein Kater liebt draußen zu sein und ja, es ist eine gute Zeit und ich hoffe, es wird noch wärmer und bequemer und dann können wir schön die Zeit draußen auch genießen. Früher heute habe ich eine E-Mail bekommen und ein Rotarier hat mir gefragt, also ich habe ihn bei dem Rotary Club letzte Woche getroffen. Er hat mir gefragt, ob ich bei der Distriktkonferenz mal sprechen würde, also natürlich über meine Erfahrungen und mit den Austauschschülern, die zurzeit in der Gegend sind und auch die Schüler, die amerikanische Schüler, die weiter, also im Ausland später gehen. Und ja, ich habe sofort ja gesagt und das ist in also 2 Wochenenden oder so. Ich habe eben den Plan geguckt und es scheint, dass es wird ein Morgenprogramm sein und eigentlich habe ich etwas später in dem Tag zu tun und ja, aber der Morgen schaffe ich noch und ich würde gerne mit diesen jungen Leuten auch sprechen und mit Rotarier ist es gut zu sprechen, aber mit Jugendlichen ist es besser, denn die sind natürlich, die haben diese Gelegenheiten im Ausland zu gehen als Jugendaustauschschüler. Ja, also das war sehr spannend, die E-Mail zu bekommen und ja, ich muss mal vorbereiten und diese ist eine sehr wunderschöne Gelegenheit. Ich habe sehr gehofft, dass ich eingeladen wurde. Ich habe einige spannende Wochenenden in der Zukunft. Eigentlich habe ich nur einen Club übrig. Es wird im Frühjuni, aber vielleicht gibt es welche andere. Ich freue mich, diese Schüler kennenzulernen und mit ihnen über Austausch zu unterhalten. Diese Schüler aus anderen Ländern auch zu treffen, das wird ganz schön sein. Ja, ich freue mich.